Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime. Der eine oder andere trauert, er sagt, mein Staat in den Monat Ramadan, den segensreichen Monat Ramadan, er war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und jetzt ist er sogar verzweifelt. Aber ich sage dir von dieser Stelle aus, sei nicht verzweifelt, denn wisse, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir an jedem Tag im Monat Ramadan eine Chance. Wie es in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmed heißt, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als ob ich dich sehen könnte, dass du keine Salawat machst. Er sagte, inna lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla. Allah subhanahu wa ta'ala befreit Seelen aus dem Höllenfeuer und dieses in jeder einzelnen Nacht. Es ist nicht nur die erste Nacht und natürlich hättest du sie erreicht, wärst du jetzt durch gewesen. Es ist auch nicht die zweite oder die dritte, sondern jede einzelne Nacht. Also steh auf und gehöre nicht zu denjenigen, die, wenn sie hinfallen, nicht mehr aufstehen werden. Wir werden nicht die Gebete für dich machen. Und wir werden das Fasten nicht für dich machen. Und wir werden die Ibadat nicht für dich machen. Das musst du selber machen. Oder glaubst du, das Paradies ist eine Stätte, die von jedem bewohnt wird? Allah möchte darin nur die Diener sehen, die auch in dieser Dunya schon das Beste aus sich herausgeholt haben. Und mit Sicherheit wirst du dir das gut nochmal überlegen, dass du zu ihnen gehörst. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.